Dieser Ort hieß ehemals Kalamaki und ist ein kleines Fischerstädtchen im typisch griechischen Baustil. Die alten weißen Häuser prägen den Ortskern, den man durchaus noch als Reiseziel mit gemütlichen und einfachen Unterkünften empfehlen kann. Rund um den Ort entstehen neue Hotel- und Ferienanlagen. Bald wird es wohl auch hier mit der idyllischen Ruhe vorbei sein. Von hier aus fahren wir weiter in Richtung Antalya, aber zunächst nach Kasch, dem antiken Antiphelos, was 26 Kilometer entfernt ist. Die Reiseroute entlang der Küstenstraße ist geprägt von herrlichen Buchten und vorgelagerten Inseln. Die Verkehrsbelastung nimmt allerdings jährlich zu, unter anderem durch den steigenden Tourismus, der auch an Kasch nicht spurlos vorbeigegangen ist. Schon heute ist er Haupterwerbsquelle der Bewohner dieses ehemaligen griechischen Hafenstädtchens. Rund um den großen Platz am Hafen gibt es zahlreiche kleinere Hotels, Restaurants und Cafés. Auch am Stadtrand wird kräftig für den Tourismus gebaut. Sandstrand gibt es in Kasch und Umgebung sehr wenig, aber der Ort ist als Ausgangspunkt für Ausflüge auf benachbarte Inseln und zu den naheliegenden antiken Sehenswürdigkeiten bestens geeignet. Ein Besuch der Inselgruppe Kekova ist besonders empfehlenswert. Der Tourismus ist wie ein Buschfeuer. Her yer beton oluyor. Çok yazık. Mit überall alles zu betoniert. Burası da birkaç yıl önce bir balıkçı köyüydü. Şimdi her yerde yol var. Ja, jetzt gibt es überall Wege. Her yerde otel var, her yerde lokanta var. Her yerde beton evler var. Beton yazlıklar. Şimdi Kaş'ta Marmaris gibi oluyor. Ama burada deniz temiz. Hava da temiz. No. Şimdilik. Kaş'ta hava, deniz, güneş şimdilik güzel. Ya, noch şimdilik. Aber Kaş ist auch eine antike Stadt. Ja, früher hieß es Antiphelos. Und diese Gegend war immer schon sehr fruchtbar. Portakal, Domates, Biber, Patlıcan, Kabak. In den kleinen Gassen von Kasch gibt es natürlich die obligatorischen Geschäfte für allerlei Touristenmitbringsel. Vieles wird am Ort in Handarbeit gefertigt. Aber man trifft auch auf Spuren des antiken Antiphelos, so zum Beispiel auf diesen Hipposarion-Sarkophag im lykischen Holzhausstil. An den Berghängen entstehen nicht nur neue Hotelanlagen. Dorische Gräber aus dem 4. Jahrhundert vor unserer Zeit sind dort zu besichtigen. Zu guter Letzt sei das kleine antike Theater aus der hellenistischen Zeit erwähnt. Auf unserer Fahrt zum nächsten Ziel führt uns die Küstenstraße etwas landeinwärts in eine besonders fruchtbare Region, das Stadtgebiet von Nemre. Früher hieß es einmal Kale und in der Antike Myra. Ist übersät mit Gewächshäusern, in denen Obst und Gemüse für bis zu 3 Ernten im Jahr herangezogen wird. Schon in der Antike galt diese Ebene als besonders fruchtbar, was den Wohlstand und die Bedeutung der lykischen Stadt Myra förderte. Ihre Existenz geht auf das 5. Jahrhundert vor Christus zurück. Die Ruinen sind allerdings 400 Jahre jünger. Hier ist es bestimmt sehr fruchtbar, wenn so viel angebaut wird. Portakal, Limon, Sebzeler, Mevalar. Bütün yıl sebze, meyve var. Bütün yıl? Das ganze Jahr. Das ganze Jahr? Evet, bütün yıl. Auf den Feldern und in Treibhäusern. Ben burada yaşaya bilirim. Kunststück, hier kann ich auch leben. Antike Sehenswürdigkeiten sind in Myra zunächst einmal die lykischen Nekropole mit zahlreichen Grabbauten in den Felsen. Oberhalb davon gibt es Reste der Akropolis und unterhalb der Festung ein großes römisches Theater. Die übrige Stadt liegt unter einer 6 Meter dicken Schlamm- und Geröllschicht, in den letzten 800 Jahren durch Flussüberschwemmungen entstanden. Wie andere lykische Städte auch, kam Myra unter römische Herrschaft. Ihre Bedeutung nahm in dieser Zeit noch zu
und erreichte ihren Höhepunkt in der byzantinischen Epoche des 4. Jahrhunderts, als Myra religiöses und politisches Zentrum von Lykien war. Erst im 11. Jahrhundert wurde die Stadt nach Araber überfallen und Erdbeben von ihren Bewohnern aufgegeben. Wesentlichen Anteil an der religiösen Bedeutung im 4. Jahrhundert hatte der Bischof von Myra, der heilige Nikolaus, dem als Schutzpatron viele Wundertaten zugeschrieben wurden und der ja auch heute vor allem von den Kindern so geliebt und verehrt wird. Geboren wurde er in Patara. Sie erinnern sich, liebe Zuschauer, ich habe es angedeutet, seine Kirche und auch seine Ruhestätte waren hier, bis im 11. Jahrhundert Kaufleute aus Bari seine Gebeine raubten und nach Italien brachten. Ein Teil der Gebeine, die vom Raub übrig geblieben waren, liegen heute in Antalya. Der heilige Nikolaus war also eindeutig ein Türke. Wussten Sie das? Seine dreischiffige Basilika, geschmückt mit Mosaikfußböden und Fresken, wurde mehrfach zerstört und wieder aufgebaut. Zuletzt 1862 durch die Russen und 1963 und 64 durch türkische Archäologen restauriert. Heute liegt sie 7 Meter unterhalb des jetzigen Straßenniveaus, in eine Mulde eingebettet und durch Überdachungen vor Umweltzerstörungen geschützt. Emre'nin eski adı Myra. Früher hieß der Ort hier Myra. Nikolaus burada yaşamadı mı? Nikolaus? Bebek Nikolaus mu? Doğru. Nikolaus burada yaşadı. Auf Wiedersehen, lieber Nikolaus. Auch wir wollen weiter nach Antalya. Auf dem Weg dorthin gibt es noch zahlreiche Sehenswürdigkeiten. Wir können sie gar nicht alle zeigen. Beispielhaft sei noch Phaselis erwähnt. 60 Kilometer vor Antalya und direkt am Meer und landschaftlich herrlich in einem Wald gelegen. Drei Häfen hatte die alte Römerstadt. Teile davon sind in den idyllischen Badebuchten für Unterwasserfreunde zu besichtigen. Entlang der Küstenstraße finden wir immer wieder einsame Buchten, die zum Baden und Sonnen einladen. Kurz vor Antalya aber beginnt auch der Massentourismus mit großen Hotelanlagen und Baustellen. Kemer ist so eine Touristenstadt. Erst vor einigen Jahren auf dem Reißbrett entstanden, wo früher einmal nur ein kleines Dorf mit 1500 Einwohnern lag. Weiter südlich bis nach Antalya ist jede Bucht zugebaut. An 150 Kilometern Küste ist hier das größte Touristengebiet der Türkei entstanden. Dieser Konya-alte Strand vor Antalya ist einer der beiden großen Badestrände der Stadt. Die Küstenstraße trennt die großen Hotels vom Strand und bis zum Stadtzentrum sind es nur noch 2 bis 3 Kilometer Busfahrt. Mehr als 300.000 Einwohner hat Antalya und ist damit eine moderne Touristenmetropole an der türkischen Riviera. Kemal Atatürk hat sie einmal zur schönsten Stadt der Türkei erklärt. Viele wohlhabende Türken besitzen hier eine Zweitwohnung. Das milde Klima mit etwa 300 Sonnentagen im Jahr, das blaue Meer und die moderne Infrastruktur lassen jedes Jahr mehr in- und ausländische Touristen nach Antalya kommen. Historische Bauwerke halten sich in Antalya in Grenzen. Der Uhrturm am Eingang der Altstadt ist ein Wahrzeichen der Stadt. Die Altstadt mit dem Yevliminale ist als Ganzes schon eine Sehenswürdigkeit. Und natürlich der wunderbare Hafen, auf den wir später noch zurückkommen. Einziges bemerkenswertes Monument der Römerzeit ist das Hadriantor in den alten hellenisch-römischen Stadtmauerresten.
Im Jahre 130 wurde es anlässlich eines Besuches von Kaiser Hadrian gebaut. In der Altstadt bieten zahlreiche Pensionen preiswerte Unterkünfte an, ideal für Kurzurlauber mit Hang zur Nostalgie, aber auch Großstadtstimmung, die hier in der Altstadt mit ihren zahlreichen Bars und Cafés jeden Abend zu spüren ist. İnan ölmez. Gizli minare. Gizli minare? Antalya'nın simgesi. Symbol von Antalya. Das Wahrzeichen von Antalya. Das berühmte geriffelte Minarett. Gizli minare. Bu bir Selçuklu camii. Ne zaman yapıldı? Sultan Alaaddin Keykubat yaptı. 1219-1238 arasında Sultan'dı. Das ist mir zu hoch. Zwischen 1219 und 1238. Über 750 Jahre alt. Evet. 750 yaşında. Belki daha fazla. Nervig, dass es hier noch keine Hotelknöpfe gibt. Das ist wirklich erstaunlich. Und das ist kein Wunder. Die ganze Altstadt hier steht schon seit Jahren unter Denkmalschutz. Und die alten Häuser werden restauriert. Also ich habe langsam Hunger. Ich habe mir gedacht, wir essen am Hafen. Hm. Was wollen wir essen? Fisch natürlich. Oh nee. Ja, was denn sonst? Ich hätte Lust auf einen tollen Kartoffelsalat. Also damit können wir hier nicht dienen. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Sind unsere vier Freunde in einem Fischrestaurant natürlich. Wenn Sie so weitermachen, werden Sie bald Kalorienprobleme bekommen. Ich werde aber diese Gelegenheit ausnutzen, um Ihnen einiges über diese Stadt zu erzählen. Und zwar über Antalya. Woher kommt der Name? Weil die Stadt im Jahr 158 vor Christi von dem pergamenischen König Attalos gegründet wurde und daher auch zuerst Antalya hieß und heute als Antalya. Touristisches Schmuckstück von Antalya aber ist der ehemalige Piratenhafen, eingebettet in eine Felsbucht und von Burgruinen der Hybrid-Kulette gekrönt, ist der abendliche Treffpunkt der Touristen für Spaziergänge und Restaurantbesuche. Tagsüber trifft man sie auch am Lara Beach, dem zweiten großen Strand von Antalya, der allerdings 12 Kilometer weiter südlich ist, gut erreichbar mit Taxi oder Kleinbussen. Burası Türk Rivierası. Kum Nesik. Deniz. Güney. Antalya'da yılda en az 300 gün güneş var. En az 300 gün. Mindestens 300 Tage im Jahr gibt es Sonne in Antalya. En çok? Her gün. Yılda 365 gün. Regnet es nicht in Antalya? Antalya'da yağmur yağmıyor mu? Çok az. Sehr wenig. Kar? Kar hiç yağmaz. Hiç? Ben burada Ocak ayında bile denize girdim. In Januar? Ja, im Monat Januar. Gebadet? Evet. Ocak ayında denize girdim. İnanılmaz. İnanılmaz. Ama gerçek. Unglaublich, aber wahr. Dondurma, dondurma! Dondurmacı, Eisverkäufer. Kim dondurma istiyor? Ben, ben! Ben de! Eine weitere Touristenattraktion ist die sogenannte Dönerstraße im Zentrum der Stadt. Hier wetteifern die Kenner der Locantas miteinander um die Gunst der Besucher. Das sollten Sie nicht als Anmache missverstehen. Dieses eifrige Werben um Kundschaft hat Tradition. Behalten Sie die Ruhe und suchen Sie sich den besten Platz aus für ein gutes Döner-Kebab. So wie es unsere vier Freunde jetzt tun.
Efendim, bize 4 İskender, 4 ayran ve büyük salata. Sag mal wieder, wo sind wir denn hier eigentlich? Ihr erinnert euch doch an Bursa, wo wir Iskender bzw. Döner gegessen haben. Hat der Typ etwa die ganze Straße gekauft? Quatsch. Die Restaurants hier haben nur Döner bzw. Iskender auf ihrer Speisekarte. Das ist ja ein Ding. Demnach muss es ja hier eine besonders starke Nachfrage geben. Ihnen in Antalya zu heiß wird, denn in den Sommermonaten sind 40 Grad Celsius keine Seltenheit, na dann machen Sie doch einen Ausflug zu den Wasserfällen von Düden, die nur 12 Kilometer vom Zentrum entfernt sind. Dort gibt es zahlreiche schattige Plätze und viele Familien aus Antalya werden Sie dort beim Picknick antreffen. Wasserfälle mit Regenbogen. Regenbogen? Jamur, Jamur. Nein, Peter, im Türken sagt man nicht Regenbogen, sondern Himmelsbogen. Gök, Kuşak. Gök ist Himmel. Und Kuşak heißt Bogen. Gök, Kuşak. Çok güzel. Gök, Kuşak. Himmelsbogen. Kaç metre yüksek? 50 metre. 50 metre. Manavgat bu kadar yüksek değil. Die Wasserfälle von Manavgat sind nicht so hoch. Hayır, Manavgat bu kadar yüksek değil. Fahren wir da auch noch hin? Ich denke nicht. Wir sollten lieber einen Tag mehr haben für viele. Also ich würde gern losfahren. Wollt ihr? Eşyalara baktığınız için teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Teşekkürler. Sollen wir noch kurz was Benders vorbeischauen? Also wegen mir nicht. Die Frage ist, ob wir das zeitlich schaffen. Aber das liegt doch fast auf unserem Weg. Wo wollen wir übernachten? Ja, in Siede, denke ich. Naja, allein ja schaffen wir heute sowieso nicht. Ja, dann halt Siede. Für Asbenders müssen wir jedenfalls links abbiegen. Wieso nach links? Asbenders liegt links. Asbenders liegt links? Richtig, Silvia. Man fährt circa 45 Kilometer weiter südlich von Antalya in Richtung Manavgat, biegt dann nach links und nach wenigen Kilometern sind die Ruinen von Asbenders zu sehen. Touristen besuchen meist nur das gut erhaltene Amphitheater, dessen Innenraum wir durch den ehemaligen Schauspielereingang erreichen. Uns erwartet dort ein fantastischer Blick über mehr als 20.000 Sitzplätze im Halbkreis, Durchmesser 95 Meter. Das Bühnengebäude ist zweigeschossig und 30 Meter hoch, unten mit ionischen und oben mit korinthischen Kapitellen verziert. Das gibt es nicht. Böyle bir tiyatro görmedim. Şimdi görüyorsun. Evet, şimdi görüyoruz. Asbenders. Dünyanın en iyi korunmuş antik tiyatrosu. En iyi heißt doch am besten. Und was heißt korunmuş? Erhalten. Asbenders ist das besterhaltene antike Theater der Welt. Ve Türkiye'deki en büyük antik tiyatro. Und das größte antike Theater in der Türkei. Gazetede okudum. Asbenders ta festival var. Doğru. Her yıl Mayıs ve Haziran ayında Asbenders'ta Antalya Festivali var. Und du kommst dann ganz groß raus. Wenn unser Freund Vedat so erfolgreich weiterhin spielt,
wird er eines Tages auch in Rom in Anwesenheit von Cäsar auftreten dürfen. Wegen dieses Anlasses habe ich mich heute auch feierlich gekleidet, liebe Zuschauer, wie ein alter Römer. Nicht ganz, denn die Römer hatten erstens mal keine billigen Schweizer Ohren und zweitens, auch wenn sie kurzsichtig waren, hatten sie keine Brillen, sondern Kontaktlinsen. Wir sind in Aspendos, eine antike Ortschaft mit diesem antiken Theater. Gebaut im 2. Jahrhundert nach Christi von dem Architekten Zenon und wie Sie sehen, wunderbar erhalten. Nehmen Sie doch für ein paar Augenblicke noch Platz in der antiken Theaterwelt. Vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Mal in der historischen Stadt Side wieder. Ein großes Theater gibt es dort natürlich auch, aber mehr sei hier noch nicht verraten. Bis dann!